Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ich sitze mal wieder in meinem Auto und das ist hier heute der zweite Versuch, weil gestern war Mittwoch, ich wollte es gestern Abend noch schnell hochladen, aber die Technik wollte nicht, was auch immer da war, ich habe keine Ahnung. Also versuche ich es heute nochmal, heute ist Donnerstag, ich weiß nicht, ob ich es heute Abend noch hochlade, das oder nächsten Mittwoch, keine Ahnung, das muss man dann mal sehen. Gut, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich möchte mich als allererstes mal bei euch bedanken, dass ihr so fleißig meine Videos guckt und mich abonniert. Ich weiß es gar nicht, so irgendwie 1600 irgendwas Abonnenten. Nehmt doch mir bitte nicht übel, ich gucke da mal nicht so genau drauf. Aber es gibt zumindest eine, naja, nicht geringe Zahl, die sich für meine Videos interessiert und auch wenn es erscheint, da dran erinnert werden möchte. Deshalb macht man ja so ein Abo. Ja, was ist demnächst hier auf dem Kanal zu sehen? Es war ja jetzt zwei Teile mit dem Titel Projekt Possendorf. Das ist also sozusagen das neue Bahnhofsprojekt, was jetzt momentan anliegt und dem ich mich jetzt zusammen mit dem Modellbahnkollegen, wobei eigentlich müssen wir mal umgekehrt sagen, er mit mir, uns eben widmen, ne? diesen Modulbahnhof zu bauen, weitestgehend nach Vorbild, im Zustand so ungefähr 1907, ist das ja eigentlich ein Epoche 1 Bahnhof, der aber so in dieser Art auch in der Epoche 2 einsetzbar ist. Ich werde mich höchstwahrscheinlich nach wie vor nicht irgendwie da bei Treffen teilnehmen, die jetzt andere Epochen beinhalten. Das liegt unter anderem auch daran, dass dieser Bahnhof, sagen wir mal, rein RP25 tauglich ist. Also es gehen dort, was jetzt die Räder angeht, nur die allerneuesten NEM-Räder. Also ich habe jetzt ein paar Wagen von Brava. Also die gehen da drüber, ohne dass sie da auf den Kleineisen auflaufen. Einfach weil die Gleise, das ist Code 60. Das ist eigentlich für H0 unüblich, dass man das so baut. Aber ja, das ist jetzt so eine längere Geschichte mit den Gleisen. Also das, was jetzt Tillich zum Beispiel ausliefert, ne, dieses Code 83 Gleis oder Rocco, das ist quasi unser heutiges modernes Gleis. Wenn jetzt irgendeine Strecke neu gebaut wird, dann ist das natürlich nicht Code 83, weil wir sind ja im Vorbild. Ne? Aber das ist dann, wenn man es umrechnet, hätte es ungefähr die Höhe des Code 83 Gleisprofils. Viele bauen ja dann Code 100, also das Pico A-Gleis und weiß ich, irgendwelche McLean-Gleise, wobei ich glaube, das C-Gleis auch nicht so hoch ist, aber die anderen McLean-Gleise. Und das ist also alles, ja, wenn man jetzt den Maßstab des Vorbildes anlegt, ist es zu hoch. So, dann gibt es noch ein Gleis, das ist von Peco und von Weinert. Das ist Code 75. Das ist quasi ein Gleis, das so in der Epoche 2, also Ende der Epoche 2 verlegt wurde und auch in der Epoche 3 noch weit verbreitet war. Das ist ein bisschen flacher. Und wir haben natürlich jetzt ein Länderbahngleis. Und das ist natürlich noch flacher, deshalb eben das Code 60. Das ist, wenn man es jetzt umrechnet, das soll ja quasi ein sächsisches Gleis darstellen. Das nennt sich 5a, also römisch. In Sachsen hat es immer irgendwie mit römischen Zahlen. Das nennt sich 5a. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich hier einordnen. Na gut. Also nennt sich 5a. Und ist also eine sächsische Norm, die also
weiß ich nicht, wann die angefangen haben, das zu bauen. Allerdings gab es das, also 1906, 1907 gab es das schon. Ja, das, da habe ich jetzt am letzten Wochenende habe ich 5 Videos hochgeladen. Und da ist also eine Weile, habe ich jetzt Stoff, der jetzt die nächsten Wochen immer freitags 19 Uhr dann erscheint. Jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, für den Fall, dass ich das heute Abend noch hochlade, gibt es dann morgen, dann wahrscheinlich allerdings nicht Possendorf, sondern es gibt... auf die Kreuzung, gibt es nicht Possendorf, sondern es gibt Stürmtal, also das Modultreffen in Stürmtal, wo wir ja schon den ersten Teil gesehen haben, und der zweite kommt jetzt am Freitag. Ja, das ist erstmal das, was jetzt schon hochgeladen wurde. Im Moment quasi in der Pipeline, wie man auch so neudeutsch sagt, ist wieder das Thema, ich habe das schon x-mal angekündigt und noch nie gemacht, Modellbahnbetrieb. Also wo es jetzt nicht darum geht, irgendwelche Züge auf der zweigleisigen Halbstrecke kreisen, im Blockabstand kreisen zu lassen, sondern, sagen wir mal, ein möglichst vorbildnaher Betrieb, wie wir ja auch im Fremo gemacht wird. Es gibt da allerdings eine kleine Überraschung, wo ich jetzt mal ein kleines bisschen spoilere. Und zwar, der eine oder andere von euch wird sicher den Kanal Die Frau vom Erdbeerkopf kennen. Die macht auf ihrem Kanal sehr häufig irgendwelche Buchvorstellungen oder was weiß ich, alte Modellbahnhefte und Gleispläne und was da was noch. Was sehr interessant ist. Und so was Ähnliches möchte ich jetzt auch machen, und zwar mit einem Buch. Was ich mir eigentlich, naja, das war total breit, das hat ja irgendwie 5 Euro gekostet oder so, aus dem Jahr 1974, Modellbahnbetrieb vom Transpass-Verlag, glaube ich, also aus der DDR, ne? Und ich dachte, ja, mal sehen, 5 Euro, da kannst du ja nichts falsch machen. Also da guckst du mal, was die sich da vorgestellt haben. Und ich war sehr, sehr überrascht, was ich dort vorgefunden habe. Und werde also für mein Video, oder es werden wahrscheinlich mehrere werden, weil ich habe dort irgendwie, was weiß ich, 50 Seiten digitalisiert. Die werde ich natürlich nicht alle bringen, um Gottes Willen, aber die erleichtern mir das Thema noch einmal durchzuarbeiten. Und ich werde das quasi zur Grundlage nehmen für das, was ich zum Thema Betrieb dann sagen möchte und darstellen möchte. Ja, und dann hoffe ich, dass das jetzt innerhalb der nächsten Wochen, dass ich dazu komme, dieses Video zu machen. Und lassen wir es überraschen. Also im Moment muss ich mich selber überraschen lassen, was daraus wird. Ja. Zuerst mal das, was jetzt so naheliegend ist. Es gibt dann in diesen Jahren gibt es also noch diverse Treffen. Also es gibt jetzt also quasi schon nächste Woche, es gibt in Süddeutschland eine Anlage, die Modellbahn in der Scheune. Das ist eine nachgebildete Schwarzwaldbahn und oder Bahn im Schwarzwald, das ist auch die Höllentalbahn oder ich weiß es, wie gesagt, sitze im Auto, ne? Ich habe jetzt nicht das Buch vor mir. Ich stecke da auch, was Süddeutschland angeht, stecke ich auch wirklich nicht im Stoff. Also ich kenne mich in Sachsen halbwegs aus, aber ansonsten. Ja, das ist, also ich kenne bloß die Modellbahn, die hat der BIM, wer ihn kennt, ne, der hat die schon mal vorgestellt, der hat da mit seinem Mobile Pros mal irgendwas an der Beleuchtung gemacht. Und naja, und da geht's nächste Woche hin. Und da hoffe ich, dass ich auch zum Film komme. Und ja, und das wird in absehbarer Zeit, hoffe ich zumindest,
dann das nächste Video werden. Es gibt dann im April gibt's ein Modultreffen, allerdings TT. Da will ich auch Possendorf besuchen, da gibt es nämlich die TT-Version von Possendorf. Das ist auch sehr interessant. Und ja, da schauen wir mal, was da wird. Also ich habe mich da richtig regulär angemeldet. Also da ist bei solchen Treffen, wenn man da so spontan auftaucht, das kommt dann wahrscheinlich nicht so gut. Und da schauen wir mal, was da geht. Und ich hoffe, dass da auch ein Video, also mindestens ein Video, da rausspringt. Dann geht's weiter im Mai. Da wird das bisher größte Epoche 12 Remo-Treffen stattfinden. Und zwar in Norddeutschland, in Kloppenburg. Wer jetzt da in der Nähe wohnt, ich weiß jetzt wieder nicht, wie es mit Besuchern ist, da muss ich dann erstmal anfragen. Aber also wer jetzt an dem Thema Fremo interessiert ist, ihr wisst ja, das Diskussion, die hat man schon oft. Na, also da ist es keine Ausstellung. Man kann dort zweckmäßigerweise nicht mit Familie, Kind, Kegel und Hund auftauchen. Das ist jetzt eher, naja, sondern das ist für Leute, die sich wirklich für das Thema interessieren. Na, weil ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie dort die Bedingungen sind. Das ist auch wieder eine Turnhalle. Ich gehe mal davon aus, dass man das jetzt nur mit geeigneten Turnschuhen betreten kann. Also wer dennoch Interesse hat, kann sich da ruhig bei mir melden. Ich kann das dann weitergeben und dann kriegen wir erst eine Antwort, ob das geht oder nicht. Ja? Also das, wie gesagt, das liegt da nicht in meiner Macht, weil ich bin auch nur Gast. Da wurde ich angefragt, dann, ob ich dann Possendorf mitbringen kann. Das wird also sozusagen der erste Einsatz von Possendorf außerhalb von Sachsen. Weil wie gesagt, das eine Treffen war ja nicht Fremo und das war auch nicht, war ja auch ein Testtreffen. Und ja, Testhörner Bahnhof bestanden. Also sicher nicht mit Auszeichnung, weil er zu Beginn des Treffens gar nicht fertig war. Aber da machen wir dann noch irgendwie ein Video in dem Rahmenprojekt Possendorf, wo wir das Stürmtal-Treffen, also ich habe in dem zweiten Teil, glaube ich, ein bisschen was gezeigt, aber jetzt nicht so viel, damit dann also noch Platz ist für so ein Projekt Possendorf-Video. Da müssen wir dann mal schauen. Ich muss dann auch mal ein paar Aufnahmen machen, sagen wir mal, von unter den Modulen. Also ich habe jetzt, was der nächste Teil wäre, ist die Elektrik. Also da habe ich, weiß ich nicht, 20 Sekunden Video oder so und ein paar Fotos, also da kann man kein Video draus machen, also da muss ein bisschen was passieren. Ja, und da werden wir wahrscheinlich dann sozusagen die Tests dann, den Test dann so ein bisschen verwursten dann in diesem Video. Ja, Kloppenburg, dann ist Sommerpause, da wird dann wieder gebaut und begrast und was auch immer, es gibt dann irgendwie mal eine Ausstellung in Brno. Da seid ihr alle herzlich eingeladen. Ich habe allerdings noch keinen Termin. Ich weiß bloß, dass das in Brno stattfindet. Wo genau, kriege ich raus. Also das muss ich bloß in die Mail gucken. Aber ich habe jetzt, weiß ich, wie das heißt dort vor Ort. Ja? Weil ich war da auch noch nie. Ich weiß bloß, dass es gegenüber von dem eigentlichen Brno Modellbahnverein ist. Und ja, da seid ihr herzlich eingeladen, könnt ihr mich alle besuchen auf der Ausstellung, das ist da kein Problem. Ich weiß noch nicht genau, was ich dort mache. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Platz ich dort kriege. Es wird letztendlich wahrscheinlich wieder aufs Begrasen oder irgendwas Landschaftsbautechnisches hinauslaufen. Also den Bahnhof jetzt dort hinzustellen und da hin und her zu fahren, das bringt glaube ich nichts. Das ist da muss einfach ein bisschen mehr. Also wenn es spaßeshalber mal so Sachen mit Modulen, die schon existieren und Modulen, die wir noch bauen müssen, mal so ein,
so einen Ausstellungstestaufbau mal gemacht. Das ist dann irgendwie, glaube ich, 5x12, irgendwie so in der Drehe. Grabe ich dann als Platz und natürlich noch, also das kann man auch nicht alleine dann bewirtschaften, muss man mindestens zu zweit da sein. Und das ist aber noch Zukunftsmusik, das wird auch nicht nächstes Jahr und wahrscheinlich auch nicht übernächstes Jahr, sondern was weiß ich, vielleicht mal in 5 Jahren oder so, hoffe ich, dass man da, das ist eigentlich das Ziel, dass man da mit den Fremdmodulen, aber die ist auch nicht auf 1,30, sondern flacher, dann mal auf Ausstellung geht und dann mal da ein bisschen was zeigt. Ja, also es wird ja sagen, mit dem anderen Possendorf, was es ja schon in Hannover gibt, also in Dresden, die Dresdner machen das ja schon. Das ist auch sehr schön, was sie machen, die haben auch sehr schöne Bahnhöfe, also sie haben praktisch fast alles, was auf der Windbergbahn gibt, haben sie nachgebaut. Einziger Kritikpunkt für mich, das liegt aber immer daran, wenn du viele Leute hast, die alle verschiedene Ideen haben, dass das quasi so ein bisschen epochenmäßig alles durcheinander fährt. Also vom Länderbahnzug bis, weiß ich nicht, Epoche 4 oder 5 wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall 4 fährt also da alles durcheinander und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht so ganz meins. Also ich hätte da, was weiß ich, an dem Tag das, am nächsten Tag das. Ja, das. Aber da, wenn da, was weiß ich, jetzt hier der Museums, na gut, Museumszug, sag ich schon, der Länderbahnzug, da neben der V60 steht, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist dann irgendwelche modernen Güterwagen. Aber das. Das müssen sie selber wissen und das ist auch, sagen wir mal, es ist ja nicht so, dass es keiner sehen will, sondern ganz im Gegenteil, das ist also auch immer dicht umlagert. Also es kommt bei den Besuchern an. Ja, also sagt man immer, es kommt bei den Besuchern an, also ist es wichtig. Aber es ist halt, es ist nicht meins. Ne? Also ich stelle mir das anders vor. Aber gut. Weil ich werde dann entweder Länderbahn fahren, bis da habe ich nicht genug, oder Epochenzug. Und da eben auch 20er Jahre, und so würde ich das dann, da gibt es ja genug zu erzählen. Und ja, dann würde man natürlich nicht den strengen Fremdbetrieb machen, sondern man würde das alles ein bisschen beschleunigen, dass sich also immer was bewegt. Also dass das nie Stillstand ist. Das ist bei einer Ausstellungsanlage immer wichtig. Es ist nie so der Verkehr wie auf einer zweigleisigen Strecke, wenn dann die Züge da im Blockabstand sich da gegenseitig so fast ins Hinterteil fahren. Aber es muss Bewegung sein. Das ist auch das, was eigentlich immer benörkelt wird, wenn dann wirklich mal irgendwelche Fremo-Leute dann auf Ausstellung auftauchen. Ja, mit Fracht und Wagen kommen, die kann man da hinlegen, ihnen das zeigen, aber das muss da glaube ich nicht sein. Gut, ja, jetzt bin ich irgendwie von Zeissenster gekommen. Ja, wir warten, was so dieses Jahr noch alles abgeht. Im Oktober wird es dann ein Treffen, was hoffe ich, dass es das gibt. Ne? Das ist momentan geplant, da gibt es auch so ein paar kleine Problemchen. Da haltet ihr euch bitte an den Kanal immer schlecht gelaunt, den ihr wahrscheinlich alle abonniert habt. Wenn nicht, dann macht das schnell. Ne? Weil da läuft dann die ganze Werbung. Ich werde dann zwar auch versuchen, da ein bisschen was zu machen. Aber da werde ich auf jeden Fall auch da sein. Also hoffe ich, dass ich da bin, weil mein Modellbahnkollege, der hat ein bisschen ein paar Probleme mit seinem familiären Geburtstag von seinem Kind. Kann er nicht weg. Aber es müssen wir sehen, dass wir es irgendwie organisieren, so mit hin und her fahren und so.
so ist jetzt momentan. Achso, ja, dann weiß ich nicht, inwieweit jetzt irgendwie noch ein Epoche 3 Treffen ist oder ein Epoche 4 Treffen, wo ich, was weiß ich, in der näheren Umgebung dann doch noch irgendwie doch mal noch hinfahre. Also das kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich einfach den Plan jetzt nicht im Kopf habe. Aber es wird dann sozusagen Jahresabschluss ist immer ein Treffen 30 km kommen, Epoche 2 Treffen 30 km kommen. Da wo ich jetzt noch immer, also wenn es denn stattgefunden hat, weil wir haben ja jetzt wegen Corona, wo haben wir es ja immer ausfallen lassen müssen, dann bloß eben vor's Jahr jetzt das erste Mal wieder in der Reihe gekriegt. Ja, das ist dann der Jahresabschluss. Was auch noch so halb fertig ist, ist so ein Video. Ich hatte ja mal angefangen hier Jahrbuch der Erfindung. Da ist auch der zweite Teil, der ist schon, da muss ich bloß noch mal recherchieren und gucken, wo ich das Buch hingetan habe. Das brauche ich ja dann zu recherchieren. Also das soll auch noch dieses Jahr kommen. Ja, und dann gibt es eben die eine oder andere kreative Idee, die eben so in den Kopf kommt und die man dann umsetzt. Ich wollte auch schon immer mal ein Kupplungsvideo machen. Also mal sehen, vielleicht wird das was im Sommer. Wir auch mal sehen, schauen wir mal. Ja, achso, noch was, ganz wichtig. Ich habe ja so ein Kanalvorstellungsvideo. Also wenn ihr auf meinen Kanal klickt, ist das ein Video. Da ist unter anderem die Rede vom Discord. Warum erzähle ich das? Weil mir YouTube auf den Geist geht und mir ständig mitteilt, ich möge doch die Kanalmitgliedschaft aktivieren. Was ist eine Kanalmitgliedschaft? Kanalmitgliedschaft, da muss man irgendwie Geld bezahlen und dann wird man, unterstützt man den Kanal und dann kriegt man irgendwelche besonderen Vorteile. Was weiß ich, sind die Videos eher oder sind die Videos ohne Werbung oder irgend so was komisches. Ich denke dran rum, aber die eigentliche, also ich neige eher zu der Variante, ich aktiviere das, stelle da einen niedrigsten Preis ein, den es geht, mache ich keine Werbung dafür, erzähle euch, wenn ihr viel YouTube guckt, wollt euch lieber Premium als erstes eine körperliche Kanalmitgliedschaft, weil ihr guckt ja nicht nur meinen Kanal, sondern ihr guckt ja, was weiß ich, wie viele andere Kanäle und wenn man überall Mitglied sein will, dann wird es teuer. Also ich kann ohne Kanalmitglieder, das ist ja ein Hobbyprojekt, ne? Also es ist ja schön, wenn was reinkommt im Hobby, aber das ist wirklich, wer das gerne machen möchte, der soll das dann tun, aber ja, die eigentlichen Kanalmitglieder, und jetzt sind wir wieder bei Discord, die sind bei Discord. Bei Discord ist es so, dass ich dann verschiedene Videos, Sachen wie so eine Art Beta-Test, ne? Also die gibt es dann eher zu sehen, ihr könnt dann reingucken, ihr könnt euch da eine Meinung bilden, ihr könnt mich auch mal kritisieren oder irgendwelche Fehler, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe, weil nichts ist ohne Fehler, ne? Also es ist ja so, dass ich dann, naja, es ist, wenn man jede Woche ein Video rausbringen will, dann muss man sich immer ein bisschen sputen und dann ist man immer ein kleines bisschen in Eile. Und ja, dann passiert schon mal, dass was falsch ist. Also das, also ich kenne jetzt, was weiß ich, wenn man jetzt im Fernsehen guckt und wirklich da mal ein Thema hat, wo man sich gut auskennt, da sind immer irgendwelche Fehler drin. Also das geht eigentlich so gut wie nie fehlerfrei ab. Ja, dann kann ich das auch. Ja. So, und ihr könnt dann quasi im Discord, könnt ihr dann Beta-Test, wie so ein Beta-Tester sein, ne? Und kriegt die Videos eher und könnt dann kritisieren. Das ist die eigentliche, also aus meiner Sicht, die eigentliche Kanalmitgliedschaft. Wer sich bei Discord ein bisschen scheut und das nicht kennt, ja, ihr kennt ja Facebook vielleicht. Ne? Facebook hat so ein bisschen den Nachteil,
Herr Zuckerberg, das sammelt gerne Daten. B, man liest dort jeden Tag, also mit wachsendem Freundeskreis, liest man dort jeden Tag allerlei politischen Unsinn. Na, also das ist links wie rechts, Mitte, vorn, hinten, was noch immer, jede politische Richtung bildet sich dort ein, irgendwas Raspos sein zu müssen. Und das Niveau dann in der anschließenden Diskussion ist meistens auf sehr niedrigem Niveau. Also nicht immer, aber immer öfter. Und das alles habe ich bei Discord nicht. Bei Discord müsst ihr euch so vorstellen wie WhatsApp, aber mit verschiedenen Kanälen, also so thematisch halt verschiedene Kanäle, und ich kann auch dort, also auf meinem Discord ist auch noch Programmchat, und ja, man könnte jetzt auch dort live streamen, also was weiß ich, irgendwelche Bildschirminhalte teilen, wenn man irgendwelche Fragen hat oder was auch immer, und also das ist eigentlich ein recht nettes Werkzeug, finde ich jetzt, zum Austausch. Und man hat diesen ganzen Politquatsch nicht, ne? Weil dort natürlich, ich meine, wenn auf meinem, da gibt es natürlich auch mal eine Diskussion, aber in dem Moment, wo irgendwer dort ausartet, dann fliegt er raus. Ne? Also das ist, viel, viel gesitteter als Facebook. Aber irgendwie auch so ein bisschen auf Facebook im Kleinen, ne? Wie so eine Facebook-Insel, könnte man sagen. Ohne Mark Zuckerberg. Meine Discord sammelt sich auch bis Daten, weil das ist ja nicht umsonst. Umsonst. Aber, ja. Also, das würde ich euch ans Herz legen. Vor allem diejenigen, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen Epoche 2 affin sind. Oder für alte Epochen jetzt, also nicht bloß Epoche 2, sondern auch Epoche 1. Ja, also das wäre, ich würde es schön finden, wenn da sozusagen die Diskussion dann, wenn da noch ein paar Leute dazu stoßen würden, dass wir da uns da ein bisschen austauschen können. Weil wie gesagt, ich habe auch eine Facebook-Gruppe. Also, aber wie gesagt, Facebook will ja nicht jeder, aus altbekannten Gründen, dann halt Discord. Ja. Das ist eigentlich, kommt das so ein bisschen so aus der Gamer-Szene, die sich dann, was weiß ich, wenn man da irgendwie zusammen irgendwas, irgendwelche Online-Spiele spielt und sich irgendwie organisieren will, dann gibt es dann so Möglichkeiten, immer Teamspeak, was aber Geld kostet, und dann eben auch Discord, was kostenlos ist, also zumindest eine Grundversion. Ja, so viel dazu. Habe ich noch was vergessen? Achso, ja, noch mal Discord. Ich hatte mal vor längerer Zeit da auch herausposaunt, dass ich freitags, wenn meine Videos erscheinen, dann immer anwesend bin, 19 Uhr. Habe ich in den letzten Monaten nicht gemacht, einfach weil ich viel zu oft alleine da saß. Und wahrscheinlich diese 1700 Abonnenten und dann noch durch den Discord-Filter einfach die Substanz einfach nicht da ist und da wirklich da immer irgendwelche Gesprächspartner zu finden. So außer der Reihe sowieso nicht. Also das klappt selbst in gut besuchten, ja, was ist gut besucht? Also gut besuchten Modellbahn-Discords, es gibt ja außer meinem noch andere, die auch ein bisschen mehr Mitglieder haben, also auch da klappt das nicht. Aber ich versuche jetzt wieder freitags da zu sein. Nächste Woche wird es nicht klappen, weil wie gesagt, da bin ich unterwegs. Aber diese Woche werde ich es versuchen, das heißt, wenn das Video wirklich heute Abend noch rausgeht. Ne? Gut, soweit, so gut. Haben wir, glaube ich, alle Themen durch.
weiß gar nicht, wie lange, 30 Minuten habe ich jetzt schon wieder geschwatzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und möchte mich nochmal bedanken bei euch, dass ihr hier den Kanal abonniert habt und auch dieses Video hoffentlich bis hierher ertragen habt. Ja, einen schönen Abend und macht was draus.